Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und wie ihr seht, bin ich heute nicht in einem langweiligen Hallenbad, sondern ich bin wieder hier im Club La Santa auf Lanzarote. Und wie ihr auch schon seht, bin ich wieder nicht allein. Ich habe wieder den Robin Backhaus mit dabei. Robin, servus. Servus. Ja, ihr kennt den Robin schon aus ein paar Videos. Ja, Robin, mehrfacher Europameister, Olympiateilnehmer und hat sich als Personal Trainer in München auch selbstständig gemacht. Also wer dort auf der Suche nach einem guten Personal Trainer ist, schaut einfach mal unter welcher Homepage nach, Robin? PersonalSwimTrainer.com. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und Robin hat eine geile Übung mitgebracht, die wird er uns jetzt mal erklären und dann vormachen. Genau. Wir machen eine Kraulübung, und zwar können wir 15 Meter Beine und 10 Meter Gesamt. Wichtig dabei, schön oben in die Position, die Arme schön hochhalten, am besten auf Höhe des Oberes oder direkt drüber. Wenn man dann übergeht in der Gesamtlage, immer wieder in diese Position kommen, damit die Arme schön nah an der Oberfläche sind, damit wir den Widerstand möglichst gering halten, den wir dabei produzieren. Ja, würde ich sagen, geht's los. Robin fängt an. Schwimmt, sondern auch stabil zu lassen mit den Beinen, oder die Beine kommen auch gern mal zu weit aus dem Wasser. Ich glaube, da sollte man darauf auch achten, dass die Beine einfach den Druck im Wasser halten, dass man auch schön Vortrieb generiert. Aber ich fand gerade die Übertragung vom Beineschwimmen auf die ganze Lage ziemlich cool, weil es einfach so mir persönlich einfacher fällt, dann aus dieser guten Position heraus ordentliche, solide Kraulzüge zu machen. Ja, oder? Sehr gut. Auf jeden Fall als Alternative für die, die vielleicht noch nicht so weit sind, auf jeden Fall mit Flossen schwimmen oder alternativ nach vorne ein Brett nehmen und dann statt Gesamtlage immer abwechselnd die Züge machen. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht es zu Hause nach. Ich bedanke mich beim Robin fürs Mitmachen, für den Input. Danke dir. Bis bald im nächsten Video von uns beiden. Ciao, ciao.